Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. Hier seht ihr eine Runde Eroberung auf der Map Armored Shield. Ja, eine der bunteren Maps des neuen Map Packs des DLCs Armored Kill. Gefällt mir persönlich fast am besten von allen, da ich mag schon ein bisschen hier mit diesen bunten, braunen, grünen Wiesen und den Häusern, die da herumstehen. Also es schaut wirklich ganz fein aus hier. Ja, Thematik, ihr habt es schon im Intro gesehen. Es geht hier ein bisschen so um Eroberung allgemein. Da hat sich meine Meinung mittlerweile etwas gewandelt. Und ein paar anderen Dinge, die es hier so gibt. Mit der mobilen Artillerie habe ich ein bisschen zu tun gehabt. Und habe eine kleine Special-Szene, die ich zum Schluss nachher dranhänge. Ja, und quatsch eben ein bisschen über ja, allgemein das Zeug hier, was wir hier sehen. Jo, mein Hubschrauber ist down. Geht ja schon mal gut los. Ich habe ja vor einigen Videos mal so gesagt, wie es um die Thematik ging, ob wir hier vielleicht zu wenig Spieler haben beim Eroberungsmodus. Da habe ich gemeint, jo, ist eigentlich wirklich so, ist ein bisschen schwach. Muss aber mittlerweile sagen, eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm. Ich mag es überhaupt recht gerne, dass wir die Spieleranzahlen hier 12 gegen 12 haben. Ich habe mir schon etliche Videos hier von der PC-Version angeschaut und dieses 64-64 Spiel, ich meine, ja, das hat irgendwie für meinen Geschmack nicht mehr allzu viel so mit taktischem Gameplay zu tun, denn da ist es im Prinzip nichts anderes wie Close Quarters auf großen Maps. Und genau das ist das, was ich eigentlich so recht schätze hier, dass wir verschiedenste Szenarien haben. Also wenn ich spielen will und schnelle Instant Action will, dann spiele ich Close Quarters. Wenn ich taktisches Gameplay will, dann spiele ich im Rush. Und wenn ich, ja, wenn ich was ist eigentlich Eroberung? Ja, und genau das ist die Thematik, denn ich habe ja gesagt, wenn man bei Eroberung zu Fuß herumläuft, dann findet man kaum Gegner. Ja, das ist ja eigentlich wahr. Ist ja klar, es gibt jede Menge Fahrzeuge. Hier sehen wir schon mal zwei Hubschrauber. Das heißt, da hocken schon mal zwei oder vier Leute drinnen. Dann sind Fahrzeuge hier und. Und natürlich verteilt sich hier das Personal auf das ganze Zeug, was so rumfährt. Ja, und das ist ja dann eigentlich auch schon die Lösung. Denn nach meiner Meinung müsste man Eroberung ein bisschen umtaufen. Irgendwie so in Fahrzeugschlachten oder so. Denn wenn man regelmäßig mit Fahrzeugen unterwegs ist, dann macht Eroberung auch mit 12 gegen 12 wirklich Spaß. Dann hat man ein bisschen Zeit mit dem Fahrzeug, mit dem Flugzeug, mit dem Hubschrauber, wie auch immer, mal irgendwo hinzufliegen und dann was anzugreifen und so. Also ich muss schon sagen, mittlerweile jo, gefällt es mir schon wieder. Man muss natürlich die Fahrzeuge nutzen. Also zu Fuß herumlaufen ist wirklich dann die Sache, die eher ein bisschen öde ist. Braucht man nicht drüber reden. Aber wer den Fuhrpark oder den Fuhrpark ordentlich ausnutzt, der hat dann schon seinen Spaß hier. So, ich versuche hier verzweifelt mit der 25mm Kanone mit dem Geschütz hier den Panzer zu zerstören. Man, das geht nicht so einfach, man kann ihn schon schädigen, das geht definitiv. Aber dass du ihn wirklich killst, da brauchst du schon ein paar Schüsse drauf. Tja, und die AC-130 ist ja nach wie vor sein Thema. Wie gesagt, der zweite Hotfix ist in Planung und soll irgendwann zwischen 19. und ich glaube 19. und 25. kommen. Keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Also ist auch wieder besser. Wenn allerdings bei Eroberung, glaube ich, ändert sich ja nichts. Ja, Eroberung am AC-130, da stört sie mich auch nicht großartig, muss ich sagen. Da gehört sie einfach dazu. Kann ja auch recht leicht runtergeholt werden. Flugzeuge sind ja genügend vorhanden. Und auch Boden-Luftraketen gibt es in verschiedensten Fahrzeugen, um hier der AC-130 ordentlich vor den Latz zu ballern. Ach ja, weil ich es gerade hier sehe, ist jetzt schon mal aufgefallen, die Windräder hier auf Armored Shield, die drehen sich in die falsche Richtung. Tja, wird noch keinem aufgefallen sein wahrscheinlich. Ja. Schaut mal drauf, also die von der Flügelstellung her laufen die genau verkehrt. Ja, hier sieht man es auch ganz schön. So, wo war ich jetzt? Ja, Fahrzeuge, Luftfahrzeuge und so weiter. Das AC-130 hier bei Armored Kill Eroberung stört mich nicht sonderlich, denn die kann man recht gut unter Kontrolle bringen. Ja, Spot Bravo, genau, das ist das nächste Thema. Es gibt ja bei Eroberung hier bei Armored Kill immer einen Spot, der für die AC-130 ist. Das ist dieser Spot, man sieht hier jetzt oben B mit dem Flugzeugsymbol. Das heißt, wenn man den eingenommen hat, dann wird der Spawn des nächsten Gunships seinem Team zugeschrieben und man kann sie dann nutzen. So, jetzt ist es so, dass es ein paar so Schlaubergers gibt,
die natürlich beim Start einer Eroberungsrunde nur darauf schauen, selber Punkte zu kassieren. Das heißt, sie laufen mal los, gleich zum ersten Spot, der vor der Haustür steht, und erobern das. Ja, während das die dann machen, kommen die Gegner, die haben vielleicht ein paar schlauere Leute mit, und die fahren dann gleich direkt hier zu Spot B und haben die H1030 gleich erobert. Ja, dass man einen taktischen Nachteil hat, ist klar, und muss sich dann wieder alles zurückerkämpfen. Also liebe Leute, wenn ihr Eroberung spielt, wichtig ist mal, das erste Spot hier ist es Spot Bravo, auf der Banda-Wüste ist es glaube ich Spot Echo, dort wo das Flugzeugsymbol ist, da muss man zuerst hin und das Ganze erobern. Ja, macht das bitte so. So, hier, Little Bird, ganz schön lästig, hier wirft muss ich da drauf schießen. Jetzt repariert er da ihn wieder. Ah, probieren wir mal mit der SG-553 auf die Distanz was zu treffen. Ja, dass das nicht klappt, kann sich jeder aussehen. Ganz lustig, sein Little Bird läuft ihm davon da drüben. Ja, hat er nicht dann alleine oder so? Nö. Na komm. Gut, wieder mal das Ding auspacken. Ja, das Ding wurde ja auch vor kurzer Zeit gepatcht. Also mit dem letzten Patch wurde sie wieder verändert. Ich muss sagen, jetzt ist die Singer so, wie sie einfach Sing macht. Jetzt läuft sie wirklich einwandfrei. Macht Sinn gegen Fahrzeuge, ist gut zu bedienen, hat aber trotzdem auch noch ihre Schwächen, so wie es sein soll. Also ideal gefixt. Ich würde mir wünschen, dass alle Waffen jetzt so werden wie die Stinger. Also von der Qualität her, dann wäre es jetzt wirklich einfacher. So weit bin ich nicht gekommen mit einem Quad. Da fehlt mir auch übrigens noch der Erfolg. Mit dem Quad muss man jemanden überfahren. Aber ich denke, ja, komischerweise ist es überhaupt so, die neuen Aufträge und so weiter, die spiele ich jetzt nicht effektiv, also nicht gezielt, sondern die lasse ich einfach auf mich zukommen, beziehungsweise mit dem Gameplay entsprechend sich auffüllen. Also so energisch wie bei anderen Aufträgen mag ich jetzt nicht mehr irgendwie, ja, juckt mich das nicht besonders. Vor allem sind es Aufträge, die sich einfach ergeben müssen für mich da, denn so viele Hubschrauberabschüsse mit dem Jet, wenn ich das gezielt mache, komme ich da eh nicht hin. Modus macht es halt einfach wirklich Spaß, die Fahrzeuge zu nutzen, und das ist auch das einzig Sinnvolle, was man hier machen kann, also als Fußvolk herumlaufen. Nö, das alleine ist zu langweilig, weil dafür ist einfach zu wenig los. Ja. So, mit den Helis ist auch so eine Sache. Schon langsam muss ich immer mal das freispielen. Ich habe noch immer nicht alles, was es hier so gibt, vom wegen ECM-Störer und solche Zeug. Nö, ich fliege immer noch mit den Flares herum und so. Also irgendwie muss ich mal hier ein bisschen effektiver zocken und eben darum ein bisschen mehr Eroberung spielen. So, mal hier mit dem Paratrop raus. Natürlich mitten ins Nirvana. Das heißt viel Freude, kein Fahrzeug, das heißt wieder herumlaufen, ja, ein bisschen nervig. Allerdings ganz witzig, was ich immer wieder lustig finde, man kann ja auch während das beim Fallschirm hängt, die Stinger auspacken und ein bisschen auf die Fahrzeuge feuern. So, komm mal her, Little Bird. Meine Stinger, mein Treffer, mein Abschuss und Mayday, 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 jawohl, down ist er. Und da kommt schon der nächste. Ja, Stinger macht hier wirklich mächtig Spaß. Das sind sie hier, die Igler, ne? Also muss man es richtig sehen. Diese ECM-Störer ist zwar auch eine nette Geschichte, allerdings, wenn ihr da nicht verschwindet, ja, Pech gehabt. Meine Raketen treffen fast immer.
Ja, die Anwendung einer Boden-Luft-Rakete ist gar nicht so schwer und eben seitdem sie gepatcht wurde auch wieder richtig effektiv. Einfach warten, bis die Aufschaltung da ist, beziehungsweise bis die Flares vom Flugzeug draußen sind, dann ein paar Sekunden und fertig. So, und hier jetzt einmal das erste Mal seit langem, das erste Mal ist es falsch, aber ich habe wirklich noch sehr, sehr wenig gespielt mit dieser mobilen Artillerie, diesen Truck hier, da könnten sie übrigens mal die Fenster putzen, da sieht man ja fast nichts da. Unglaublich, wer hier für den Fuhrpark verantwortlich ist. Keine Fahrzeugpflege, nö, das tut's nicht, oder es raucht irgendwie jemand im Fahrzeug. Das gehört sofort unter Monden spielen und man sieht wirklich fast nichts hier. Aber mal in Position gebracht und das Schöne ist ja bei der mobilen Artillerie, da kann man sich ruhig mal hinter einer Hügelkette verstecken und ganz elegant über die Felsen drüber feuern, um ins Feindgebiet zu kommen. Allerdings muss man den Truck schon irgendwo herstellen. Was? Minus 50 km/h? Nö. Allerdings muss man den Truck schon irgendwo herstellen, wo er gut steht, denn sonst rollt er einfach davon. So, ja. Die Kunst bei dem Ganzen ist mal das Anvisieren und da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Im Prinzip braucht man schauen, wenn man die erste Salve abfeuert, sieht wie viel Strichel hat man, ja und dann weiß man schon ungefähr, wo man hin muss. Ideal ist natürlich, wenn man einen zweiten hat, gerade da, wenn man sich irgendwo hinter einer Felswand versteckt, der einem sagt, zu weit, zu nah oder weiter links, weiter rechts oder wie auch immer. Ja, das, was ich eben gerade gesehen habe, war das Luftabwehrgeschütz bzw. die Bodenluftraketen. Das habe ich schon freigeschaltet hier bei der mobilen Artillerie, dass ich mich auch gegen Luftfahrzeuge verteidigen kann. Und das Ganze ist auch recht effektiv. Ja, Abschüsse stellen sich hier gerade noch nicht ein, obwohl hier irgendwo Gegnerverkehr sein muss. Sie blinkt hier ordentlich. Aber so richtig einen Kill bekomme ich noch nicht. Was fliegt hier rum? Nö, kein Feindkontakt, ist gut. Ah ja, Charlie übernommen, das heißt, irgendwo muss doch einer herumsitzen dort. Also, nochmal volle Kanne drauf. Aber irgendwie, nein. Das Glück will mir nicht hold sein. Kein Abschuss. Na bitte, hier ist die Nummer 1. Der Rocket Chester ist mein erster Kill hier mit der mobilen Artillerie. Für den Auftrag muss man ja, glaube ich, 10 Kills zusammensammeln. Ja, wird sich auch im Laufe der Zeit wahrscheinlich ergeben. Die mobile Artillerie ist überhaupt ein Fahrzeug, die ist sehr schwer zu bekommen. Es kommt mir vor, befindet sich an und für sich immer am ersten Spot nach dem Startpunkt. Also ich glaube, auf dieser Map ist es Alpha und Echo, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Da stehen die meistens rum, allerdings ja... Irgendwie geiern alle drauf, obwohl das Fahrzeug an sich ja nicht sonderlich viel aushält, erstens. Und zweitens auch ein bisschen eine lahme Krücke ist. Aber von der Soundkulisse recht so nett zu fahren, nicht so richtig wie es ein LKW hört er sich an. So, hier die Luftabwehr anvisieren, feuern und treffen. Allerdings nur 51 Punkte bekommen, 41 bekommen, schon recht schwach. Ja, so, was haben wir hier? Rauch. Ja, Rauch, eine ganz wichtige Geschichte, die braucht man wirklich. Ohne Rauch sind die Fahrzeuge immer ein bisschen mühsam. Ich muss sagen, ich spiele auch mittlerweile bei allen Fahrzeugen fast Rauch mit dabei, also bei den Bodenfahrzeugen natürlich. Denn die Anvisierung von Javelins kann man hier recht gut umgehen. Es ist immer die Frage, was man mitnimmt beim Panzer, Reaktivpanzerung oder Rauch und so weiter. Also, ist immer eine Entscheidungssache, beziehungsweise Umfeldscan, ich weiß nicht, was ist was ersetzt. Ein Umfeldscan ist immer recht praktisch, wenn man gerade, glaube ich, auf Map spielt, wo es enger zugeht, beziehungsweise wo man in engeren Gebieten ist, wo man immer mit Gegner rechnen muss. So, hier rollt er meist weg. Da bräuchte man einen Unterlegkeil oder sowas als Option, dass man nach hinten steigt und dann so einen alten Laptop oder was der Teufel was hinten reinlegt, damit er nicht wegrollen kann. Oder man muss einfach wieder umpacken, genau. So, stellen wir es hier rüber. Schön ist, das Ganze kann man um 360 Grad drehen, also es ist wurscht, wo man steht. Man dreht einfach das ganze Geschütz rundherum und... Ja, da hinten ist ein Fußgänger, aber da ist der Winkel einfach... ...einfach... ...zu schlecht, beziehungsweise momentan schieße ich ja noch hier da auf Charlie. Schön ist wieder, dass man hier durch den Antennenmast durchfeuern kann. So, was ist da los? Irgendwas erfasst mich hier.
Aber nichts hier weg. Ja, das hat es praktisch einfach ein bisschen da hinten rollen und hier in Deckung fahren. Oh, da ist die Runde auch schon vorbei. Aber dranbleiben, Leute, dranbleiben, denn ich habe noch einen kleinen Special Move mit der mobilen Artillerie. Der hat sich eigentlich so ein bisschen aus Zufall ergeben. Ja, war auch ein reiner Luckshot und so, aber schauen wir uns gleich mal an. Soll ich mal die Punkte abkassieren? Bisschen was bekommen hier. Ja, leider muss man jetzt eigentlich mit Armored Kill immer sehr viel mit Pionier spielen, denn Luftabwehrraketen braucht man einfach permanent. So, oh, gleich zwei Sachen hier freigeschaltet. Da ist er her. Ein bisschen auch was beim Chopper weiterbekommen, na Gott sei Dank. Und dann natürlich jede Menge Ribbons. Ja, 11.000 Punkte. Multiplikator, Double XP Weekend ist ja gewesen. Und hier auch ein bisschen was weitergebracht. So, ja, aber jetzt nochmal aus einer anderen Runde hier die Szene mit der mobilen Artillerie, beziehungsweise es ist die russische Variante, glaube ich. Aber um das soll es jetzt nicht gehen, denn natürlich kann man auch ja, jetzt mit der Flugabwehrrakete gegen Flieger vorgehen. Das heißt einfach mit Y kurz umschalten, da oben. Die AC-130 kann man jetzt natürlich auch anvisieren und dann genau so normal befeuern mit der Rakete hier und baff, einen Hit. So, das war die eine Variante. Die zweite Variante ist, man achtet diesen Helikopter, er kommt auf mich zu. Ich probiere es einfach mal rein auf Verdacht, ja, und BÄM! Hat gesessen, ist er genau durch meine Schussbahn geflogen und down. Ja, also man kann auch gerne mal mit der mobilen Artillerie auch auf Hubschrauber schießen. Wenn es passt, dann passt. Wenn man trifft, dann trifft. Und dann ist auch schon down. Ja, das soll es aber hier wirklich gewesen sein. Die letzten Szenen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Schenkt mir mal wieder einen Daumen hoch, ein Abo. Ihr kennt das ja schon. Freut mich, wenn ich was von euch höre, auch bei den Kommentaren. Somit war es das hier. Ich bin raus. Tschüss, ciao. Euer BitTalker.